Moin, mein Name ist Alvo, ich bin im benachbarten Wald unterwegs und ich möchte euch heute diese kleine Hängematte vorstellen, die total günstig ist und mega praktisch. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt da einfach dran. Ja, diese Hängematte hier ist die von Decathlon in der großen Ausführung. Es gibt zwei verschiedene. Einmal eine bis 100 Kilo für nur 15 Euro mit allem dabei, ja, mit Baumstraps und so weiter und so fort, noch einer kleinen angenähten Tasche und so weiter. Und natürlich einmal die große in Orange, wie ihr seht, für 25 Euro. Die kleinere ist in einem Olivgrün, Dunkelgrün gehalten, also ein bisschen unauffälliger, ist allerdings für mich halt nicht strapazierfähig genug. Deshalb habe ich diese Zwei-Personen-Hängematte genommen und die hat auch alles dabei, was man zum schnellen Aufbauen braucht. Relativ breite Baumstraps, um sie schnell rumzumachen und so weiter. Diese Hängematten von Decathlon sind natürlich in ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis praktisch unschlagbar und auch einfach mega praktisch. Man kann sie zum Beispiel, wie ich jetzt hier im Wald benutzen, auf einer kleinen Wandertour, Bushcraft-Tour. Man kann sie aber auch beim Camping benutzen, wenn ihr natürlich zwei Bäume in der Nähe habt. Und was ich aber auch ziemlich geil finde, ist, dass sie so einfach bedienbar ist und deshalb auch einfach in den Park mitgenommen werden kann, in den Stadtpark oder sonst irgendetwas in der Richtung und dort relativ einfach aufgespannt werden kann. Das Material ist natürlich alles Kunststoff, ja, Polyester, Mischgewebe und solche Sachen, aber ansonsten ist eigentlich alles sehr gut und wertig verarbeitet. Ich kann da nicht meckern. Sogar die Karabiner, die an der Seite dran sind, mit denen man die Hängematte mit den Straps verbindet, sind absolut in Ordnung, auch wenn ich da vielleicht die größte Schwachstelle von der Hängematte sehe. Das hier war sozusagen meine erste Hängematte, aber nicht die gleiche, denn die andere habe ich mal verloren. Das heißt, es ist sozusagen dasselbe Modell einfach nochmal nachgekauft. Ich habe noch eine zweite Hängematte, die ein bisschen kleiner ist, mit einem Mückennetz integrierten, die nicht von Decathlon ist. Und ich muss sagen, ich merke schon, dass Decathlon mit den Hängematten durchaus qualitativ hochwertige Sachen für einen kleinen Preis herstellen wollte. Natürlich auch für Städter geeignet, wie auch für, ja, typische Outdoor-Wanderer, die gerne mal in den Wald gehen und vielleicht einfach ein bisschen abschalten wollen. Weil sie ist nicht nur praktisch, um sich reinzulegen, sondern bei der Größe zum Beispiel auch sehr praktisch, um sich reinzusetzen. Denn dadurch, dass die Schale von der Hängematte so groß ist, kann ich da drin sitzen. Also sozusagen mich anlehnen hinten und sogar meinen Kopf drauflegen auf die Kante, die dabei entsteht. Für mich ist sie mittlerweile ein bisschen so ein Ersatz geworden für zum Beispiel ein Sitzkissen im Wald oder einen Campingstuhl, weil ich meine, die hier wiegt jetzt ein Kilo, die kleinere wiegt knapp 650 Gramm, soweit ich mich nicht irre, nagelt mich darauf nicht fest und das ist natürlich praktisch unschlagbar, vor allen Dingen auch für Menschen, die vielleicht ein bisschen breiter sind und mehr wiegen und denen das normale Sitzkissen sozusagen, ja, ein bisschen zu klein ist, vor allen Dingen das von den Campingstühlen, die man so mitnehmen kann, auch wenn es dann natürlich mittlerweile Fortschritte gibt bei sehr leichten Campingstühlen, die man zusammenstecken kann. Trotzdem sehe ich, solange Bäume in der Nähe sind, keine bessere Alternative als eine solche Hängematte mitzunehmen. Der Packsack, in dem die Hängematte sich befindet, ist relativ dünn, hat einen, naja, so einen mittelmäßigen Reißverschluss, aber das soll uns ja auch nicht weiter stören, denn das ist ja nicht das Hauptteil dieser Hängematte. Verpackt ist das so eine kleine Bananenform, möchte ich sagen, ist sehr gut außen ranzubringen an Rucksäcken zum Beispiel unter so einer Klappentasche und ähnliches, weil durch die Bananenform kannst du sie einfach kopfüber reintun und dann hält das sehr gut. Eine ganze Nacht habe ich noch nicht in der Hängematte drin geschlafen. Ich hatte sie letztens mal bei einer Tour dabei, wo ich mit einem Kumpel im Wald unterwegs war und dann sind wir einfach morgens sozusagen aus dem Zelt raus, haben die Hängematten, ja, aufgehängt, den Schlafsack noch mit rausgenommen und dann richtig schön gemütlich in die Hängematte reingelegt und da noch ein bisschen gedöst und, ja, auch geschlafen. Das Problematische natürlich ist, für den Sommer betrachtet, dass die Hängematte ja keinerlei Netzvorrichtung oder sonst etwas in der Richtung hat, was uns natürlich aber nicht besonders stören sollte, wenn jetzt zum Beispiel keine Mückenzeit ist oder wir ein bisschen weiter oben sind, sozusagen, wo es noch Bäume gibt, aber wo schon die Mücken aufgehört haben. Was die Hängematte auch nicht hat, ist ein Einschubfach. Ein Einschubfach unten dran an der Hängematte ist relativ praktisch, weil man dort eine Isomatte gut reintun kann, weil sich mit einer Isomatte in die Hängematte reinlegen, das führt auf Dauer dazu, dass sie wegrutscht und irgendwann, ja, hast du es von unten zu kalt und dann liegt die Isomatte quer neben dir, ja, sozusagen mehr als Sichtschutz, denn als Kälteschutz unter dir. Drangenäht an die Hängematte ist auch noch so eine kleine Netztasche hier an der Seite, wo man ein bisschen Müll reintun kann. Die ist, ja, nichts
Besonderes im Prinzip, wie so kleine Zelttaschen. Das kennt ihr ja bestimmt, wenn ihr in einem Zelt seid und da ist einfach nur so ein angenähtes Stoffding. Hier ist es ein kleines Mesh-Beutelchen, aber trotzdem sehr praktisch, falls man mal, keine Ahnung, ein Snickers-Papier hat oder ein leeres Bier, das man vielleicht gerade nicht wegwerfen möchte wegen dem Wind, der es wegweht, also auf den Boden legen etc. etc. Besonders empfiehlt es sich natürlich, wenn ihr ein schlechtes Wetter habt, und bei mir fangen jetzt auch langsam die Schlechtwetterperioden wieder ein bisschen mehr an, natürlich ein schön großes Tarp drüber zu spannen. Da hat man da gar keine Probleme und da fühlt man sich auch noch mal ein bisschen heimeliger. Das war auch schon alles zu der Hängematte von Decathlon. Ja, kurz und knackig. Einfach ein kleiner Tipp von mir, falls ihr das noch nicht kanntet. Geht in Decathlon rein, ihr könnt es natürlich auch bestellen oder bei Amazon nach einem ähnlichen Produkt suchen. Ich packe euch natürlich Links unten in die Videobeschreibung, einfach mal draufklicken, vielleicht findet ihr da das, wonach ihr sucht. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann lass mir doch einfach ein Like da. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos, zum Beispiel meine kleine Tour, wo ich mit der Hängematte draußen war. Da könnt ihr euch ein bisschen das angucken, ja, wie das so ist, dann morgens mit dem Flair. Ja, so richtig, wenn der Nebel noch aufsteigt, mit dem Schlafsack innen, also sich einfach dann in die Hängematte reinzulegen draußen, anstatt noch weiter im Zelt Zeit zu verbringen, ist natürlich noch ein bisschen naturverbunden. Hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich wie immer abonnieren. Ich hoffe, man kann mich noch hören, obwohl Sam hier gerade die Erde anscheinend durchbrechen will. Ich weiß nicht genau, was er da... Hey! Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, tschüss.